Hallo und willkommen zurück zu Tomb Raider. So, in der letzten Folge hat Dr. Whitman mal wieder Sam entführt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der gleich abgefuckt ist, wie mir Fall ist. Beziehungsweise, dass er mit dieser ganzen Geschichte hier einfach nur ordentlich Geld scheffen möchte. Was er ja selber schon gesagt hat, komm mir nicht zu nah. Das meiste mir wie drin. Wir haben ja aber noch Waffen-Upgrades, die ich gerne mit euch jetzt kurz machen möchte. Kampfschritt. So, oh. Wirklich viel Bergungsgut haben wir leider nicht. Das sehe ich gerade. Doof. 400 nehmen wir das. Oder seine. Ein Trommelmagazin. So. Ja. Hab mal wieder nichts zu sagen, die Gute. Ich würde da mal sagen, wir begeben uns gleich aufs Boot und gehen mal wieder zurück anstatt nach vorne. Das wird ja langsam hier irgendwie zur Gewohnheit. Schade, leider können wir jetzt gerade nicht mit ihm reden. Oh nee, oder? Ich will nicht steuern. Lara, was glaubst du dort zu finden? Willst du das wirklich wissen? Nein, sag's mir trotzdem. Die Seele einer Sonnenkönigin ist in einem toten Körper gefangen. Ihr Zorn ist der Auslöser der Stürme. Wird der Körper zerstört, hören die Stürme auf. Klar. Und was will Matthias von Sam? Keine Ahnung. Und das macht mir am meisten Angst. Hey, ich weiß, dass der Plan verrückt ist. Ja, ist er. Aber er ist alles, was wir haben. Ziehen wir es durch. Okay, los geht's. Nein, du wirst mit Reyes den Haupteingang bewachen und ich gehe rein und hole Sam. Du gehst also allein? Je mehr Leute, desto größer die Gefahr, entdeckt zu werden. Wenn es gleich losgeht, tötet so viele Mistkerle, wie ihr könnt. Da sind aber nicht nur Solari, sondern da sind auch andere. Samurai, die königliche Sturmwache. Erschießt einfach alles, was nicht wie ich oder Sam aussieht. Mein kleiner Vogel, du schaffst das. Wir werden uns wiedersehen. Wir halten dir den Rücken frei. Betreten Sie das Kloster. Ja. Ich muss ja sagen, ich finde es ja schön, dass Reyes eingesteht, dass sie ihr hätte glauben sollen. Also, dass sie jetzt auch sozusagen zu uns hält. Ja, eigentlich hat Lara recht. Je mehr da sind, je schneller fällt es auf. Es kotzt mich trotzdem an, alles alleine machen zu lassen. Ja, mal gucken, ob sie uns wenigstens besser Rückendeckung geben als gewisse andere Personen. Sie bewachen das Kloster. Und sie wollen ihrer neuen Königin vorgestellt werden. Von dem, der sie zu uns gebracht hat. Ah, klar. Natürlich. Ich hatte schon mit archaischen Stämmen zu tun. Das wird ein Award, James. Was macht ihr da? Mein Name ist Dr. James Whitman. Ich komme in Frieden. Ich bringe euch eure neue Königin. Oh nein. Die Königin. Japanische. Eure, Mein Freund. Sam!
Freund. Ja, schön. Toll. Da, was bringt uns die Ecke da hinten? Ich sehe da gerade nichts, wo wir hochkönnen. Oder geht's da? Da geht's dort noch rum. Dann würde ich gerne in die andere Ecke kommen. Zuerst. Vergoldet oder? Nee. Ich habe nur so Sonnenmistiges hier raus. Einfach nur mal gucken, wir haben ja genug Zeit. Wasser, wo wir uns waschen können. Und natürlich ist der Durchgang versperrt. Okay. Ja, ich gehe gar nicht darauf ein, dass Herr Professor tot ist. Ich mag ihn nicht. Ja, okay, oh mein Gott, er ist gestorben, aber ich habe ja eigentlich schon fast damit gerechnet, von daher. Wirklich leid tut es mir eigentlich auch nicht. Ich meine, hallo? Der Opa Sam freiwillig? Was soll das denn? Fuck. Wir nehmen. Hauptsache Sam lebt noch. Hauptsache, wir müssen nicht gegen die Sturmwachen antreten, wo ich ganz genau weiß, dass das passieren wird. All den Jahren immer noch ihre Königin? Ja, das nennt man Treue. Da rein. Kann man da durch das Ding hier gucken? Da war doch gerade nichts zu sehen. Ich will da nicht rein. Geh ja gar nicht, das macht sie alleine. Nicht, dass die hier gleich wieder rausgescheißer kommen, weil sie was Aschen gehört haben. Ja, genau, mach die Fackel an. Mach dich ja auf die aufmerksam. Und ja, diese Skelette. Denn das Licht davor, oh, Scheiße, sie du? Sei still. Thank you.
Ich werde hier durchkommen. Nein. Aber nicht sagen, dass wir gegen alle da antreten müssen. Hallo! Lang nach! Hallo? Wie können Sie noch am Leben sein nach so langer Zeit? Das ewige Leben. Sind bestimmt alle da im Blut gebadet. Na, meine Freunde? Ja, keine Ahnung. Das ist das Einzige, was ich mir irgendwie da gerade zusammenreimen könnte mit dem Blut. Sonst so. Ich würde mal sagen, wir setzen uns mal hin. Das Gebet, das ich bei dem General gefunden habe, sagt, dass eine Seele in einem verwesenden Körper die Stürme hervorruft. Er muss damit die letzte Sonnenkönigin meinen, aber ich begreife nicht, was Himiko damit zu tun hat. Sie war die erste Königin. Mathias glaubt, dass Sam damit verbunden ist. Und das kann nichts Gutes heißen. Verdammt sollst du sein, Whitman. Du würdest für eine Story alles tun. Ich weiß, die Antwort liegt in der Ritualkammer. Aber dorthin zu kommen, wird nicht einfach sein. Die Sturmwache verteidigt sie. Ich weiß, dass ich es tun muss. Aber ich habe große Angst davor, was ich dort finde. Du hast Angst davor, was du dort findest? Ich habe Angst davor, dass wir da vielleicht nie wirklich ankommen werden. Weil die Sturmwache ist ja gerade nicht eine Spargeltarzan oder so. Schön aus hier. Hier bleibe ich. Zusammen mit meinen Freunden. Na? Du. Nein. Gott, ich will da gar nicht lang. Das ist... Aber wir wollen ja Sam retten. Also müssen wir. Ach, Gott. Schreien bringt rein gar nichts. Ja. Okay, Jonah, da kommen sie. Hier am Geschütz. Ich nehme die Seite. Melde Ziele. Kommt schon, ihr Schweine. Achtung, rechte Seite. Die Seite. Halt sie zurück. Auch schön unter Beschuss, dachte ich mir eigentlich schon. Ich hätte nur mit ein bisschen früher gerechnet, aber ich hoffe nur, dass die überleben die das an. Oh Gott. Oh, ich ahne schon was. Ich Thank you.
die hier auch noch so rauszufordern, sag mal, hackt's. Alter, was läuft denn mit dir nicht richtig? Das Tolle ist auch, ich sehe einfach gar keinen von den Gegnern. Also jetzt. Da kommt einer. Oh, okay. Okay, Nahkampf ist keine. Nein, 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 lass es. Lass mich in Ruhe. Lass es. Nein, nein, nein. Ja, obwohl, warte mal. Die. Aua, das tut weh. Die Schrot, die sollte ich mir für den großen aufbewahren. Hier kommt Nachladen. Nachladen. Sauermaus. Waren das jetzt schon alle für den ersten Abschnitt? Also das heißt war schon. Ich bin froh drüber natürlich. Ich freue mich ganz, ganz toll. Wieder weitergeht und wir hier nicht mehr zurückkommen. Aber außer Munition scheint hier. War das? Außer Munition scheint hier nicht wirklich was zu sein. Oben rum auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, ob man hier reinkommt. Nee, nicht wirklich. Gut, dann gehen wir mal weiter hoch. Ja. Ist eigentlich total mies, dass ich hier mit Waffen schieße, also mit Pistolen und dergleichen, die nur ihre Pfeile und Bogen haben und ihre Schilder. Eigentlich total mies. Was war das denn jetzt? Kann ich hier. Kann ich hier echt nichts machen? Hallo, nimm mit. Nachladen nicht vergessen. Aua! Das sieht echt cool aus. Da hoch.
Ja. Ich bin jetzt gerade super beeindruckt von dem Move hier, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich eigentlich sagen wollte. Der war. Da ist schon einer! Guten Tag! Und tschüss! Wie viel? Hallo, Nana! Es tut mir irgendwie leid, dass ich. Also es ist irgendwie. Es tut mir leid, dass ich jetzt hier die ganzen Wachen getötet habe. Aber wer? Ne? Gerade eine ganze Dingens hier ausgelöscht. Ganze Zivilisation. Das ist natürlich auch sehr, sehr unschön. Oh. Okay, die explodieren nicht, wenn sie einfach nur runterfallen. Das ist schön zu wissen. Oder gut zu wissen. War hier oben nicht nur eine? Also eine Leiche? War das denn jetzt bitte schön? Der ist doch bestimmt noch nicht tot. Das war gerade einer der epischsten Zwischensequenzen überhaupt. Oh, hier haben wir wieder Leichenbewerfer spielen können. Ich würde mal sagen, wir setzen uns mal ins Feuer. Mal, ob wir vielleicht schon mal was aufrüsten können. Ja, hier. Den Bogen könnten wir.
Ich nehme mal den modifizierten Verschluss und die Schraubflösung. Rein theoretisch hätten wir noch 200 Rücken Bruch. Mal gucken. Hier könnten wir noch was machen. So wenig war ja klar. Nochmal beim Bogen gucken, vielleicht reicht es ja für den noch. Nein, okay. Ja. War sehr unepisch. Jetzt gerade der Schluss. Ich spiele über Leichen. Ich hoffe, wir kommen noch rechtzeitig, um Sam zu retten. Und, ja, ich würde sagen, wir gucken uns das in der nächsten Folge an. Bis dahin, tschüss.